Thomas, wir freuen uns, dass du da bist und mit uns ins Gespräch trittst. Wenn jemand was sagen möchte, kommentieren oder auch Fragen, gerne einfach melden. Lieber Thomas, normalerweise ist es ja so, dass man ein Programm kuratiert, ihr jetzt zusammen mit dem CSD für die Pride Weeks, und dann Künstler anschreibt und fragt, Mensch, hättet ihr nicht Lust, wir würden euch gerne einladen zu uns. Dieses Mal war es ja andersrum, dass Rosa von Braunheim die Kirche St. Ägidien letztes Jahr irgendwie entdeckt hat und geliked hat. Ich habe es noch nicht ganz rausgekriegt. Tatsächlich hat er unseren Instagram-Account, also war Follower plötzlich. Und ich habe ihn nicht rausgekriegt, aber er ist interessiert, was sich in der Landschaft so tut offensichtlich. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob er allein alle Social-Media-Tätigkeiten macht oder nicht auch sein jüngerer Freund ein bisschen stark dahinter steckt, aber ist auch okay. Aber diese Art von Vernetzung hat uns eigentlich oder mich ermutigt zu sagen, ach, der hat jetzt gerade das ausgestellt zum 80. Geburtstag, fragen wir mal an, ob er nicht Lust hat, bei uns auszustellen in Nürnberg. Rechnete auch eigentlich mit den Bildern, die quasi unterwegs waren, von Galerie zu Galerie. Und dann sagte er sehr unkompliziert, ja, lass mal telefonieren und ich reiche euch da mal was ein. Und dann hatten wir plötzlich Bilder, die erst dieses Jahr, also 23, entstanden sind und im Wissen drum, dass er in einer Kirche ausstellen kann. Und ich bin dann mal nach Berlin gefahren, habe mit ihm ein bisschen gequatscht. Und das war jetzt für mich auch nochmal spannend, wie er jetzt auch mit einem Pfarrer vielleicht umgeht. Also das sieht man natürlich auch hier, ne? Er hat die als Gesprächspartner, findet die auch irgendwie skurril bis interessant und will aber dann einfach in seiner naiven Fragetechnik einfach mal hören, was die Menschen denken und glauben. Und er ist ja, also ich finde das so großartig in dem Film, wie er so seine Arbeitsweise einfach hier nochmal drin hat, dieses Kollagieren, improvisieren, ne, eine Situation offen lassen, mal schauen, was sich entwickelt, irgendwelche vielleicht sogar ganz künstlichen Konstellationen erstmal herzustellen und zu schauen, was da funzt. Und genau, und deswegen war mir auch wichtig, dass der Film mit im Programm ist, nicht bloß, weil es jetzt um Jesus geht, sondern ich glaube, diese Mischung, wie er an diese Thematik rangeht, ist eine hochinteressante Art und Weise, sich mit diesen Stoffen zu beschäftigen, so wie es auch total spannend und eigentlich auch lustig und schön ist, wie er sich in seinen Bildern mit Religion beschäftigt. Darauf wollte ich jetzt hinaus. Ich glaube, Rosa von Braunheim hatte ja dann auch ein Packen mit DVDs geschickt, die er ganz gut finden würde, Filme von sich, oder? Genau. Also er hatte in dem Gespräch auch gesagt, was wäre denn gut, ne, als Begleitprogramm. Und dann kam tatsächlich, was wir jetzt schon einmal gezeigt hatten, nochmal kommt, Rosas Höllenfahrt, auch sehr zu empfehlen, weil er da wirklich nochmal diese ganze negative Seite von Religion, die hier anklingt, nämlich wie mit Strafdrohungen, moralischer Verurteilung Leben von Schwulen, Lesben, Queers, sonst welchen Leuten verpfuscht wurde, ne, dass er da wirklich auch aufarbeitet, diese Droh- und Strafmoral. Das hat er eigentlich in der Ausstellung auch in der kleinen Serie drin, wo er so religiöse Kitschbilder nimmt und ihnen den Boden unter den Füßen wegzieht und mit kleinen Kommentaren, kleinen Veränderungen im Bild eigentlich zeigt, wie eben das Frauenbild, das Familienbild, diese sexualisierte Maria, ne, die er hier ja auch auflöst, als eine, die eigentlich eine sexuelle Frau war natürlich, also dass er das alles nochmal richtig auf den Punkt bringt und ja, sofort natürlich bei uns jetzt Blasphemievorwürfe kriegt. Und gleichzeitig er natürlich dann sagt, wenn wir uns von dem Ganzen befreien wollen, eine befreite Sexualität haben wollen, die er hier ja eigentlich Jesus auch erstmal unterstellt, ne, dann müssen wir die auch irgendwie zeigen und integrieren können. Und dann sind das die freizügigeren Bilder, wo er natürlich dann gerade, wenn er Religion und Sexualität zusammenbaut, ganz viele verstört. Ja. Ich sag vielleicht nochmal was. Ich fand es sehr witzig, wie jetzt Hendrik Broder gesagt hat, wie war das, Theologen kommen nach den Homöopathen, weil sie also nicht die Welt von oben her erklären und zurechtdrehen. Ich finde schon, dass auch er eine theologische Methode eigentlich hat, wenn man so will, nämlich er ist ein Erfahrungstheologe, wenn man so will. Also ich selber habe eine Psychodrama-Ausbildung. Und da geht es ja darum, wie gehe ich in eine Rolle rein und dann versuche ich die zu erkunden und zu schauen, was ist da drin los, was passiert da. Und das macht er in dem ganzen Film. Er hat zwei Typen, die er einfach jetzt mal willkürlich, könnte man sagen, oder auch weniger willkürlich nebeneinander stellt. Und man sieht den Prozess, wie die Schauspieler reingehen, die Rolle sich aussuchen, sich die aneignen, sich da einleben und die von innen her einfach mal erkunden und zu gucken, wie funktionieren die, wie ticken die, ist es stimmig und dann noch die aufeinander hetzt sozusagen, ne, bis hin zum Rollentausch oder eben zu der Verschmelzungsszene und was können die füreinander sein.
Und das ist natürlich eine ganz, ganz, also für, jetzt sage ich mal von der kirchlichen Perspektive, eine ganz wichtige Herangehensweise, dass wir uns in Geschichten, Konstellationen, Situationen eigentlich von innen her erobern müssen und in diesem eher spielerischen und eben auch dann im körperlichen Sinne, weil wenn man in eine Rolle reingeht, ist man halt auch ganz Körper. Und das ist ja auch genau das Thema, an dem wir uns jetzt abarbeiten mit der Ausstellung, dass die Körperlichkeit immer in der Kirche noch ihre Probleme hat eigentlich. Und das ist hier ja das erlösende Moment. Also wie könnte eigentlich eine Welt, in der der Körper unproblematisch ist, in der Sexualität integriert ist und nicht abgespalten oder verkrampft, wäre das eine bessere Welt? Fragezeichen. Ne? Und mit diesen Fragen lässt er die Leute auch stehen oder wirft die in den Raum und wartet halt dann, was an Antworten irgendwie kommt. Ne? Und so verstehe ich eigentlich den ganzen Film, dass er auch sagt, ich lege hier mal eine Konstellation hin, versuche Parallelen aufzuzeigen etc. oder Unterschiede und eigentlich müssen alle, die den gucken, müssen am Schluss sagen, ob das eine produktive Fragestellung ist. Und das lässt er erstmal auch offen. Also es ist total viel Karlauer drin und Gags, aber im letzten Endeffekt hochgegriffen ist das Artistic Research. Ne? Das ist also forschende Kunst. Ne? Die sagt, ich nehme meine Methoden, habe eine Fragestellung und dann gehe ich rein und gucke, ob die produktiv werden. Und das finde ich eigentlich für mich auch nochmal die spannendste Frage, ob man nach dem Film auch sagen würde, ich habe dann was erkannt oder was gesehen, was ich jetzt total spannend finde oder was mir was erhellt hat oder wo ich jetzt nicht belehrt wurde von den Experten, die dann da waren, sondern wo ich durch dieses improvisatorische Erkunden mir was klar wurde oder was auffiel. Und dann ist es, glaube ich, ein super guter Film. Ja. Ich habe mich ganz am Anfang gefragt bei der Diskussion, wer wen spielt. Und mir gedacht, aber eigentlich würde es doch bei dem anderen besser passen und so. Und da habe ich so gemerkt, es gibt so einen inneren Konflikt in mir, weil ich eigentlich den Hitler-Schauspieler ganz sympathisch fand irgendwie. Und ich mich dann gefragt habe, okay, ich bin gespannt, wie die nächsten 84 Minuten für mich werden. Tatsächlich fand ich, also die Reaktion in mir fand ich ganz spannend, ob ich damit klarkomme. Aber ich meine, letztlich verfolgt er ja eine These, wo man erstmal sagt, das sind beides, also Christentum und Nationalsozialismus in irgendeiner Form religiöse Systeme mit einem Messianismus, mit einer Figur, ne, die irgendwie eine Prägung hat aus einer bestimmten psychologischen, familiären Konstellation. Das sind ja erstmal sehr, sehr irdische Down-to-Earth-Thesen, sage ich mal, ne, die man auch vielleicht sehr simplifizierend nennen könnte, weil jetzt auch ja gesellschaftlicher Kontext kommt ein bisschen rein. Das ist natürlich bei Jesus nicht so herauszuarbeiten, aber dass er natürlich versucht schon eine Figur zu begreifen. Also er macht ja wirklich diese Recherche, wie konnten die zu dem werden, was sie sind? Und ist dieses Muster, das die irgendwie entwickelt haben, als eine Konfiguration vererbbar? Also ich finde nochmal am Schluss also ganz eindrücklich, wie sie quasi ihre nächste Generation trainieren. Ja? Also sagen, werden denn die anderen jetzt nochmal zu kleinen Jesusen oder kleinen Hitlern? Ne? Und wir eigentlich diese Herangehensweise, die solche Sachen von uns ganz weit wegrückt, diese historischen oder überhöhten Figuren, die kommen ganz ins Alltägliche, ne? ins Greifbare, auch in das als ob. Ne? Es gibt Varianten, die durchgespielt werden und auch sie sind weiterhin möglich. Und ich glaube, das ist nochmal eine ganz aufklärerische Dimension in dem Film. Ne? Das ist eben, also Jesus sein und Hitler sein sind Optionen, ne? Die er hier einfach mal durchexerziert in gewisser Weise. In der Gesamtarchitektur nochmal, es gibt den Kombinationspunkt dieser Liebesszene, ne, wo sie ja eigentlich über eine in Verschmelzung oder Identifikation plötzlich kippt das ja um und genau dann schneidet er die Geschichte rein, wo der Jesusdarsteller den Hitler gespielt hat. Ne? Also was ist denn ein Hitler in Jesus sozusagen? Ne? Also auch an destruktiven Kräften. Ne? Also was ist denn da diese Abendmahlszene mit dem Judas-Ausschluss? Ne? Plötzlich vermischen sich da diese Ebenen massiv. Also ich denke schon, dass er in diesen Stationen nochmal können die sich gegenseitig sein? Ne? Kann der Jesus den Hitler erlösen, wenn er seine Schuld auf sich nimmt oder ähnliche? Also ganz theologische Grundfragen kriegt er eben in diese konkrete Begegnung eigentlich mit rein. Und das ist total anregend oder bricht diese Fragen nochmal auf von so abstrakten theologischen Spekulationen hin zu solchen Beziehungsprozessen auch.
Also ob jetzt eine Verniedlichung Hitlers in dem Film, ne, also drin steckt, kann man natürlich schon auch fragen. Ne? Also er ist dann sehr, sehr einfach in die Reue geschickt, sagen wir mal am Schluss, ne, wo man so guckt. Gleichzeitig ist er aber dann doch auch der eigentlich eine ganz aktuelle Form von wieder Homophobie, ne, an diesem Mahnmal nochmal vor Augen führt. Also es ist ja unheimlich mosaikhaft, ne? Und ich würde auch sagen, die große Linie ist in dem Film wahrscheinlich gar nicht drin, weil diese Kapitelgliederungen sind ja einfach nur genau wie der Unterkonstellation, wo er einfach auch im Prozess wahrscheinlich die hat laufen lassen und geguckt, was passiert dann, oder hat die ein bisschen wohin getrieben und das Material dann eigentlich so geordnet. Aber es ist natürlich dadurch auch ganz reich und hat ganz viele Anregungen drin. Er will ja keinen Illusionsfilm machen, überhaupt nicht, und es ist nicht ein Skript, was da möglichst perfekt inszeniert wird, sondern es genau dokumentiert eigentlich diese Suchbewegungen, in die er selber auch hineintritt, als einer, der ja mit seiner Frage auch unterwegs ist. Und das ist vielleicht nochmal der Sprung vielleicht auch zur Ausstellung, weil ich finde das total offensichtlich, wie natürlich jemand seine Themen da nochmal durcharbeitet. Ne? Wir haben viel diskutiert, auch in der Ausstellung, sind das jetzt die Fragestellungen von vor 50 Jahren eigentlich, die das sind, oder wie aktuell sind die sehr, sehr frauenheimische, weil er sich am Katholizismus abarbeitet. Er hat eben auch ein Bild zur Jungfräulichkeit Mariens, ne? Also, oder zur Leiblichkeit Jesu, Sexualitätsfähigkeit von ihm oder nicht. Die kommen natürlich schon sehr, sehr stark aus dem, was ihn in diesen Filmen beschäftigt hat. Die hat er da jetzt eigentlich nochmal in diese Bilder wirklich, wirklich gut mit reingesteckt, und auch mit diesen Pointen. Also das finde ich nochmal extrem spannend, wie er es schafft, das wirklich so zuzuspitzen oder auch zu überzeichnen, sage ich fast schon. Ne? Und natürlich ist bei ihm die erlösende Liebe eine, die eine ganz selbstverständliche Integration von Leiblichkeit, von Sexualität hat. Das ist hier auch deutlich, ne? Also dass er sagt, das ist auch gelebt und ohne die geht's nicht. Und er geißelt ja die ganzen Verkrampfungen und die Schuldgeschichte des Christlichen finde eigentlich gerade hochspannend, dass wir da noch nicht eigentlich mit umgehen können. Ich habe es am Anfang schon gesagt, unsere kleine Rosa von Braunheim-Reihe geht noch bis Sonntag. Am Sonntag ist, glaube ich, der Abschluss mit was Biografischem, nämlich Rosa von Braunheim begibt sich auf die Spurensuche seiner leiblichen Mutter, meine Mütterspurensuche in Riga heißt. Er hat ja erst sehr spät erfahren, dass er ein Adoptivkind ist und in Riga geboren wurde, aber dann eben von einer Deutschen adoptiert wurde. Also was ganz was anderes, was ein sehr schöner Dokumentarfilm, ein sehr versöhnlicher Dokumentarfilm, aber ich glaube auch wieder ein neugieriger Blick von Rosa von Braunheim auf die Geschichte. Wir haben das Kurzfilmprogramm nochmal im Programm. Vor 10 Jahren zu seinem 70. hat er sich selbst beschenkt mit 70 Kurzfilmen, die er gedreht hat, die damals in die Kinos kamen. Wir haben eine kleine Auswahl davon im Kurzfilmprogramm. Und ich glaube, Armee der Liebenden läuft auch nochmal die Woche Termine bei uns im Programm. Jetzt nochmal vielen Dank an alle, Thomas, Katrin, CSD, St. Ligidien und das Publikum. Schönes Nachhausekommen.